Leute finden ja Schminken schön. Also deswegen, also. Aber es ist doch nicht du, du bist doch nicht du. Ach Mann, du bist doch dumm. So, was willst du denn? Wir haben noch Pastrana Hill, Pastrana Dunkel, oder? Oh, ist die für ein Arsch, ey. Die ist so voll doof. Brauchst du ein spitzes Messer? Willst du hier Kilo schneiden? Oder geht's? Mami, ich finde das so oder so schön. Nee, ich finde es nur so schön. Das ist der Unterschied. Papa! Was denn? Ja, was denn? Du machst so traurig. Ich möchte nicht. Willst du meine Schminke? Schön. Bunt. Bunte Schminke. Bunt. Ja, ich war gerade auf dem Flohmarkt mit Anouk zusammen. Das war eine Qual, ehrlich gesagt. Aber nicht wegen Anouk, nee, sondern wegen der Massen an Menschen, die da unterwegs waren. Oder Anouk, was sagst du? Ja. Das war furchtbar, wa? Mhm. Oh Mann, bist du kaum durchgekommen. Und wir haben eine schöne, eine wunderschöne Fahne, ein Banner. Ein Ehrenbanner der SED gekauft hier. So stand das da an der Ecke, so zusammengerollt. Ich sag, was soll die kosten? Und er dachte, naja, nimm, was er kriegt. Ich sag, naja, was willst du denn haben? Sagt er, 10 Euro? Na, hab ich gesagt, ja, nehm ich mit. Nur 10 Euro. Und dann auch noch mit so einer wunderschönen Spitze da oben, mit dieser russisch sowjetski Armee. Russische Armeespitze. Ey, wer verkauft denn sowas für 10 Euro normalerweise? Mit Mast und dennoch vor dem 1. Mai. Das gibt's ja nicht. Ist jetzt vorne. Ich darf vorne sitzen. Außer bei mir. Papa muss deinen Sitz noch hinpacken, Skadi. Nein! Ich setz mich nur hier hin, weil ich jetzt meine Haare angucken. Also will nur kurz ihre Haare ins Spiegel gucken. Das ist nicht lustig. Was? Soll ich das so nochmal machen? Nein. Nee, das sieht total schlimm aus. Papa. Lass uns das mal machen, Papa muss eh umbauen. Das hat mir aber wehgetan. Ich mach das vor, ich weiß jetzt, wie es geht. Zum Schluss habe ich richtig gut hingekriegt. Nein, ich möchte das jetzt nicht. Du sollst doch ordentlich aussehen. Komm, das sieht ganz schön aus. Das ist wirklich toll auch. Ja. Die war Eliana, die hat ihre alte Wohnung verlassen. Ja. Das ist immer noch eine Straße hoch. Wo denn? Hä? Oh, jetzt wird er hoch. Schwimmbad, ja. Jo, der Tag vorm 1. Mai. Wir beginnen, ich mache auf. Bin gespannt, was heute passiert. Ich denke mal. Oh ne, nicht schon wieder. Da. 9 Uhr. Das hat gepiept. Und ich bin da. So muss das sein. Ich denke mal, Mieträder werden laufen heute. Und den Rest werden wir ja sehen. Au, ich habe dich eingeklemmt. Skalli. Oh, war ich kaputt. Und mal gucken, wie lange das hält. Ab für 20 Euro. Jo, Zugwechsel. Wir beginnen mit einem Zugwechsel. So, zack.
Oh, war der falsche Zug. Schade. Nein, war natürlich der richtige. Und zwar zieht der nicht mehr, der Zug. Ist kein Wunder, so wie der aussieht. Total verrostet. Da wird jetzt ein neuer eingebaut. Heute sehr ruhig. Ruhe vor dem Sturm nennt man das wohl. Ihr wisst ja, morgen ist 1. Mai. Um den Zug zu wechseln, müssen wir hier oben aufschrauben. Da. Ach Gott, ich muss noch anderen Schrauben ziehen. Jetzt kommen bestimmt gleich Massen von Menschen. Was ist denn hier los? Warum klappt das nicht? Nee, was ist denn da los? Ich glaube, ich brauche beide Hände. Entschuldigung, ich benötige beide Hände. Ist ja ein Ding. Hätte da so zu gucken. Das geht nicht. Jetzt stürmt draußen jetzt. Geht gleich los. Dein Eweis, der beste Rapper ist auf 30 Cent und Kapital Bra. Alles klar? Jetzt hat die Ergotherapeutin heute auch gesagt, das wäre in der Kita, versteht die gar nicht, was da los ist. Es wäre so einfach mit ihr zu lösen. Wir brauchen einfach nur einen Karton. Ja? Hat geschmeckt? Naja, ein bisschen schlecht, aber. Binora Jamaika Check Up. Also einmal alle durchschicken. Bah. Oll. Ja, so ein weiches Zeug. Weiches Metall. High Quality Science 1914. Ja, bitte. Hallo. So, jetzt habe ich hier zum Überprüfen den Armdynamo. Das mache ich mal schnell. Schließe ich meine Lampe an. Eine Lampe, die funktionieren sollte in jedem Fall. Ein Quatsch. Ach, wenn jetzt eine Scheiße immer da lange rumsucht. Meistens ist es ja so, wenn die Lampe ab ist, weg ist, neu ist, dann luftet auch wieder. Ach, hier ist auch kaputt. Da ist schon gestückelt. Ne, das kommt ab. Und neu. Hier bitte. Do you speak English? I speak English a little bit. What's your name? Thomas. Hi, Tommy. So you're the man. Yeah, that's the one. I am Max, the man. You are the man, but we didn't know if you were going to be Tommy, the man. You're famous. Man. Yeah, okay. Yeah, I'm famous. I'm work to be famous. We'd like to hire some bikes. Okay. Just for this evening, I think. Just for this evening. Is it possible? I don't know. Do you have a watch? Yeah. What time is very it? Sympathetic, not sympathetic, very sympathetic. That's, what it's time from is it? Glasgow, that's where we come from. Glasgow? Yeah, Glasgow. Oh. So it's a mechanical movement? Yeah, some sort. You can't see, but there is a movement. Glasgow. Okay. So, yeah. Or is it better to hire for a day? What do you recommend for? For the rest of the day, now it's €5 per bike, if you want. Okay. What it is? The yellow one, you know, yeah, the yellow one. And the 24. Das geht nicht so. I have already the 30 and it's for. Dreckig von den Linden hier. Look how easy is it to lend the bike by Tommy.
Oh. This is going to be slightly difficult for Alessia. Because it's big? No, just because she's never used the... Just a brick. Okay, so this is for the chain. That's for you. And that's one. For you. Sure. Okay, perfect. Then only 10 euros on that. Sweet. Bike is coming. Oh. Durch einen nur. Ja. Runter. Nee, es kommt vorne, muss auch noch runter, ne? Ja, wie denn? Hinten leider. Kannst du mal gucken? Hast du Zeit? Naja, ich gucke. Kannst du die Kabel mal wieder reinstecken? Ich weiß, die sind ja wahrscheinlich abgerissen irgendwie. Ne? Und das sieht auch sehr rostig aus hier, was da drauf drin steckt. Ja. Müssen wir mal schauen, ob man. Vielleicht kannst du da noch was retten. Nee. Ach, naja. Mal gucken. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe ja auch hier schon aufgerüstet, wie man sieht. Nur diese dicken, da bist du eventuell mit dem beim Pedalieren, eventuell. Also wenn du da mit dem nassen Fuß, ja genau, ne? Gerade die. Sehr gut. Das nenne ich eine Kooperation. Genau. Eine Mitarbeit. Zack. Zack. Da hinten ist alles voll. Alles voll. Zack. So einfach ist es. Ja. Wahnsinnig viel los heute? Naja, nee, eigentlich nur punktuell immer. Immer punktuell. Zack. Einer kommt, alle kommen. Einer kommt, alle kommen. Einer kommt, der nächste kommt, alle kommen. Einer kommt. Funktioniert jetzt alle wieder. Das kann weg. Das ist gemacht. Ja. Das ist gemacht. Das ist ein Hollandrad. Mein Lieblingsräder. Nicht. Nein. Nee. Sitzt ja schwer und aufwendig zu reparieren und hör auf. Ich glaube, Dunkelstufe ist schwierig. Ja, ich weiß das. Licht muss man hier immer noch ein bisschen sehen. Das Licht ist immer sehr dünn gesät. Tada. So. Ist fertig. Furchtbar, oder? Voll. Ohne Ende. Aber. So gut. Ich weiß nicht, ob der Reifen sich dehnt. Das ist der Reifen vielleicht auch. Das kann sein, aber der ist eigentlich noch gar nicht so alt. Ist ja furchtbar. Kommt der da raus? Das ist. Am einen Punkt macht. Ja? Ja. So eine große. Ja, ich habe gedacht, es hätte jemand geschossen. Ja. Attentat. Und es ist dann, wenn zu viel Luft drin ist? Zu viel Luft, ja. Ja, nicht zu viel Luft. Ich weiß nicht. Der kommt dann seitlich raus unter dem Mantel und dann hat es irgendwann Peng gemacht und dann ist Platz. Genau. Na gut, ich glaube, im ersten Schritt ist es wahrscheinlich sinnvoll, einfach erstmal den Reifen. Na, hast du denn. Am Reifen an der Seite, ist die Karkasse gerissen an der Seite? Eigentlich nicht. Der ist einfach nur rausgerutscht, komplett? Aber ich bring's mal vorbei. Kannst du dir mal zeigen? Ja, klar. Dann. Ja, super. Machen wir so. Dann komm ich gleich wieder. Alles klar, bis gleich. Ja, na wunderbar. Wie ich mit Tommy sage, in diese Fahrradladen, alles was passiert ist, no problemo. Wir können es reparieren. Alles geht. Guten Tag. Guten Tag. Was war denn hiermit eigentlich? Jetzt bin ich so durcheinander, siehst du? Ja. Das weiß ich nicht mehr. Sehr schöne Farbe. Ja, wenn das schon alles ist. Ich habe einen anderen Geschmack, aber das ist. Ja, aber er nicht, guck, er mag die Farben. Ja, klar, er mag die Farbe. Geht total. Ich auch. Oder? Gazelle. Jetzt musst du das. Hab schon. Hä? Zap, zap. Weg, ja. Mit Hand? Ja, so. Mit der pure Kraft meiner Gedanken. Er kann Qigong. Qigong, genau.
Was ist das? Das ist ein Techno-Party. Techno-Party. Utze, utze, utze. Oh. Achso. So. Das ist noch nicht. Das machen wir jetzt. Pumpen müsst ihr noch. Ja. Ohne das nicht. Jawohl. Hast du die Pumpe schon? Jetzt hol dir das alte Licht. Das hier funktioniert. Nee, ich glaube. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Jetzt funktioniert. Kigo. Komm mal. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, ne? Aber so hat er verstanden. Hier, guck. Warte mal. Freedom Movement for People, not for Capital. Stop in Westeros. Ja, genau. Und die andere Seite. Stopp Zwangsräumung. Ja. Und ihr mit eurem Laden, kommt dann noch rum mit der Miete? Ja, kriegt einigermaßen, ja, weil ja. Ich, aber auch nur weil, aus persönlichen Gründen. Ah, ja. Mhm. Na, man ist bekannt, ja. So wie mal früher manchmal war. So war ja, ja. Ja. Da klappt es noch. Und hier ist es eben noch der Originalbesitzer. Hier ist es ja der Originalbesitzer, ja. Von 1912, ja. Ja. Bei dem Haus. Und die deswegen Arschlöcher, ja. Auf dem ganzen Globus drei, machen die rum, ja. Und bringen Richtig. Alles durcheinander. Ja, geht so nicht. Ja. Nee. Also. Ciao, ciao. Morgen. Morgen, naja, klar. Großkampftag. O-Platz wieder. Propagandist, ein Propagandist. Und was bedeutet Propaganda? Werbung. Genau, für eine Ideologie. Ah ja, Werbung für eine Ideologie. Propagieren, etwas propagieren ist so etwas Kunst zu tun nach außen. Genau. Ja, eigentlich nur Reklame, Werbung. Wenn nicht. Na ja. Für eine Ideologie, naja, das kann man so, Propaganda ist eigentlich propagieren, etwas verbreiten. Ja, genau. Aber fast wie missionieren, nur dass das natürlich für die glaubensgeschichtliche Sache ist und das eine ist... Ja, und in Tschechien hat es ein bisschen negative Konnotation wegen Kommunismus, dass Propaganda war alles schlecht, weil die sagten nur, alles ist okay, aber alles mit Ökonomie war so schlecht, ja. Und ja, aber es war Zensur und Sozialismus. Ja. Und in Deutschland war das wegen Nazisten, die Leni Riefenstahl zum Beispiel, diese große Dokumentation über NS und so weiter, die Triumph des Willens, mhm. Also Olympia und so weiter. Dokumentation, ja. Leni Riefenstahl ist eine gute, sehr gute Kamerafrau gewesen. Die hat ein sehr gutes Auge gehabt. Ah, ja. Die hat gute. Gewaltige Sachen inszeniert. Ja, ja. Sehr gewaltig. Und nicht nur Olympia, aber auch diese ganzen Bergfilme, die sie gemacht ja, hat. Ne? Ja, 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 Louis ja, ja. Trenker und so, diese ganzen Sachen. Louis Trenker hat ja mit ihr zusammengearbeitet viel. Mit Leni Riefenstahl. Es gab viele Frauen, ja. Auch die sehr gut waren damals und viel geleistet haben. Ja. Und das, ja, das ist unglaublich. Also, jetzt Schluss mit den politischen Debatten. Ist ja nicht politisch, Leni Riefenstahl ist nicht politisch. Ist sie nicht. Das wollte sie auch nie. Naja, das sagte sie. Naja. Das sagte sie. Aber wenn du jemand bist, ja. Der etwas gut kann und etwas gut macht. Ja. Und das ist das, wofür du lebst. Also das ist dies. Du weißt, das ja. Ist das, wofür du lebst. Und dann kommt einer und sagt, pass auf, du kannst dich entscheiden. Ja. Genau. Und entweder du hörst auch mit dem, was du gut kannst, was du gut machst, gerne machst. Ja. Ich möchte eine... Oder du machst für mich einen Film ja. Und machst weiterhin das, was du gut kannst ja. Und gut machst. Ich möchte für dich, weil du bist kein politischer Partei. Ich bin nicht politisch, weder links noch rechts noch geradeaus. Ja, ich bin einfach geradeaus. Ja, eigentlich bin ich ja. Geradeaus. Genau. Das ist die beste Sache. Niemand kommt hier und sagt, du bist ein Arschloch. Das kann nicht passieren. Ach, das kann auch passieren. Ja, ja, doch, ja. Doch, doch. Es gibt viele Leute, die würden bestimmt gerne mich als Arschloch bezeichnen. Ah. Das Arschloch aus dem Keller.
Berlins Kellerarschloch. Ja, ist egal, ist scheißegal. Ist mir auch egal, was die Leute denken. Ich bin zu teuer, ich bin zu billig, ich bin zu schnell, ich bin zu langsam. Ist egal, ist immer falsch. Du weißt es, wie mit dem Wetter, es ist immer falsch. Nimmst? Immer falsch? Niemals können alle dankbar sein, sage ich. Für das, was man hat. Ja. Das ist sowieso. Aber muss man... Das liegt in der Natur des Menschen und ich glaube, das bringt einen voran. Wenn du mit dem zufrieden bist, genau, was du hast, genau, dann bleibst du, stagnierst du. Wenn du aber immer ein wenig unzufrieden bist, genau, und in die richtige Richtung. Aber nicht zu viel. Nicht zu viel, in die richtige Richtung. In die richtige Richtung. Immer einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und noch einen Schritt weiter und immer ein bisschen besser, besser, besser. Irgendwann ist Ende, okay, aber ja, das ist gut. Dennoch freuen wir darauf, dass wir können diese kleine Diskussion nochmal machen. Und morgen, bis bald. Bis morgen. Liebe Leute. Genau. Wie sagst du? Ciao. Und lass uns wissen, sagt Bescheid im Kommentare, ob Sie möchten eine Dokumentation sehen von Toni Sladen. Ja, eventuell, das wollen die Leute schon. Aber das Problem ist, dass das ist zu teuer für mich. Er ist nicht teuer, aber es ist zu teuer für mich. Ich kann Rabatt machen, kein Problem. Sagen Sie, wie lange denken Sie, das ist okay? Ich sage, 26 Minuten ist genug und es kann gut sein. 26 Minuten, ja. Oder 26 Minuten oder 40, 45 Minuten. 26 oder 45 Minuten, aber das ist dann eben teuer. Das muss man sehen. Und ich kann mir das, ehrlich gesagt, 45 Minuten kann ich mir nicht leisten. Lassen uns wissen in Kommentare. Genau. Bis bald. Bis dann. No problem.